Es gibt Filme, über die ich mich köstlich amüsiere. Zum Beispiel dieser Heißer Sand auf Sylt in der Hauptrolle Horst Tappert. Also es ist so witzig, weil auch nochmal so dieser Zeitgeist der 60er Jahre deutlich wird. Also was wir ja vergessen haben, ist, wie spießig es auch war. Also es gab ja noch den Kuppelparagraphen. Also es war die Zeit der sexuellen Revolution. Langsam ging das los. Aber vom Grundsatz her war das eben alles noch so piefig und spießig. Und das wird in diesem Film so deutlich. Also einfach wunderbar. Immer öfter entstehen jetzt Filme auf der Insel, wie der Tatort Strandgut. Regie Wolfgang Petersen, der in Hollywood später Karriere machen wird. Oder der Film Novembermann, in der Hauptrolle Götz George. Einer der Höhepunkte dann 2009. Oscar-Preisträger Regisseur Roman Polanski kommt. Für Ghostwriter wird Sylt zu einer amerikanischen Insel umgebaut. Und so fährt Hauptdarsteller Ewan McGregor mit dem Fahrrad über die Straße des Sylter Ellenbogens mit extra aufgebauten amerikanischen Telegrafenmasten. Man bedient sich solcher Namen, um auch Produkten eine Wertigkeit zu geben. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man heute auf Sylt einen Film dreht, der an der Nordsee spielt, dann hat das vielleicht eine andere Wirkung, wenn man sagt, die Dreharbeiten haben auf Sylt stattgefunden, als wenn es, ohne jetzt den anderen Inseln zu nahe treten zu wollen, auf Pellworm, Amrum oder Föhr gedreht worden wäre. 99 Quadratmeter in der Nordsee. Sylt wird bestimmt bald wieder im Kino auftreten.